Ja, herzlich willkommen alle, die mal wieder da sind. Auch herzlich willkommen alle auf YouTube. Schön, dass ihr immer wieder reingeschaltet habt. Und ich möchte am Anfang einfach mal beten, weil alleine kriege ich das nicht hin hier. Oh, danke, Vater, dass du mit uns bist. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Gott bist. Danke, dass du uns liebst und uns hilfst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mir einfach den Mund füllst, dass du mir zeigst, was ich sagen soll. Und ich bete auch, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir empfangen können, was du für uns heute hast. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr genau zugehört habt bei den Liedern, die ich vorhin gesungen habe, die ich ausgesucht habe, habt ihr vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt, worum es heute geht. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen auf Gott. Und eigentlich hatte ich was ganz anderes geplant für heute. Aber gestern saß ich morgens da und dachte so, irgendwie war ich so unsicher. Und dann habe ich nochmal gebetet und dann hatte ich den Eindruck, ich soll über Vertrauen predigen. Und ich denke mal, irgendjemand braucht es. Und wenn nicht, brauche ich es auf jeden Fall. Ja. Vertrauen auf Gott. Ja. Jesus hat gesagt in Johannes 16,33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Johannes 16,33. In der Welt werdet ihr hart bedrängt oder auch in der Welt habt ihr Bedrängnis. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In anderen Übersetzungen heißt es aber, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat den Jüngern nicht versprochen, folgt mir nach und alles wird immer einfach sein. Im Gegenteil, das ist ja das Verrückte daran, dass eine in Anführungsstrichen Religion so um sich greift, obwohl von vornherein feststellt, wenn ihr das macht, kriegt ihr Ärger. Wenn ihr das macht, wird es nicht einfacher. Paulus schreibt, inmitten all dem Wahnsinn, der so abläuft, sind wir mehr als Überwinder. Es hängt also nicht daran, dass unser Leben immer nur einfach ist, sondern es hängt daran, dass wir Überwinder sind. Und was muss denn passieren, damit du ein Überwinder wirst? Du musst Probleme kriegen, die du überwinden kannst. Ja? Und wenn wir uns in der Bibel anschauen, all die Leute, all die Helden in der Bibel, die hatten alle Probleme, oder? Ich meine, David, einer meiner Lieblinge. Ja? Was hat er für Probleme gehabt, bevor der erstmal König geworden ist? Josef, noch so ein Glaubensheld. Wie lange saß der im Gefängnis, bevor er endlich die Verheißung bekommen hat, an die er geglaubt hat? Und er hat nicht aufgegeben. Warum? Weil er Gott vertraut hat. Und es ist so wichtig, dass wir Gott vertrauen. Vertrauen ist, wenn ich Gott vertraue, auch wenn ich nicht verstehe, was gerade passiert. Ich meine, wenn alles easy läuft, ist es ja leicht zu vertrauen. Wenn alles normal ist und ich gesund bin und mein Leben so vor sich hinläuft und alles ist wunderbar, dann brauche ich gar kein Vertrauen. Oder? Dann brauche ich auch nicht wirklich Glauben. Dann brauche ich einfach nur, ja, es toll finden. Und es gibt so Zeiten, das ist schön, wenn es so Zeiten gibt, wo einfach mal alles läuft. Aber die halten meistens nicht so unglaublich lange an. Also in meinem Leben nicht. Das ist mehr so eine Achterbahnfahrt, ja. Dann denke ich so, oh, alles schön. Und dann passiert wieder irgendwas, wo ich dann denke so, ui, ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich werde krank. Oder irgendjemand in meiner Familie wird krank. Oder irgendwas auf der Arbeit passiert. Oder kommt plötzlich ein Virus und schmeißt alles durcheinander. Ja? Und es ist halt so im Leben. Das ist so. Wenn ihr ein Buch lest, also so ein Roman,
Gott vergleicht unser Leben oft mit einem Buch. Ja? Im Psalm 139, 16 steht, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also Gott schreibt mit uns ein Buch. Das heißt aber nicht, dass wir alles immer genauso machen, wie Gott das vorgesehen hat. Wir haben einen freien Willen. Und ganz oft treffen wir blöde Entscheidungen. Ja, ob wir mit einem nassen Kopf rausgehen und uns erkälten, ob wir die falsche Person heiraten, ob wir zu schnell fahren, ob wir einfach am falschen Ort zur falschen Zeit sind, sodass uns was passiert, obwohl er uns gesagt hat, geh es nicht. Ja? Wir treffen dumme Entscheidungen. Trotzdem schafft Gott es immer wieder, dass dieses Buch gut ausgeht. Also wenn ich ein Buch lese, ich lese gerade so ein ganz dickes Buch, das ist so fett, wirklich. Und ich denke immer, oh Mann, warum muss denn das jetzt wieder passieren? Dann war es mal gerade wieder alles gut in dem Leben von diesen Leuten und dann passiert wieder irgendein Blödsinn. Und oh, dann denke ich so, oh, und jetzt, was jetzt? Aber ich vertraue der Autorin, weil die meisten Bücher gehen gut aus. In den meisten Büchern gibt es dann irgendwann doch wieder die Wendung und du atmest auf und sagst, oh, doch geschafft, ja. Auch in den meisten Filmen gehen gut aus. Und Jesus hat uns versprochen, unser Leben geht gut aus. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir sterben. Und es ist gleichzeitig das Beste, was uns passieren kann als Christ. Denn dann werden wir bei ihm sein und er wird jede Träne von uns abwischen. Kein Schmerz mehr, keine Krankheiten mehr, keine Trauer mehr. Das wird wunderbar. Und wenn ich so ein Buch lese, in dem gar nichts passiert, oder so einen Film gucke, wo so alles so easy peasy ist, dann denkst du, oh, das ist langweilig. Das ist öde. Keiner würde Bücher lesen, in denen nichts passiert. Keiner würde Filme angucken, in denen immer alles einfach nur vor sich hin tröpfelt. Würde keiner machen. Und wenn du mal wirklich in dich gehst und dir überlegst, würdest du so ein Leben wollen? Würdest du ein Leben wollen, in dem immer nur alles leicht ist? In dem dir alles zufällt? In dem nie was Unvorhergesehenes passiert? Das wäre doch total langweilig, oder? Du müsstest nie Gott vertrauen, weil alles ja easy ist. Dein Glaube würde auch nie gestärkt werden, weil er auch nie gebraucht wird. Du würdest aber auch charakterlich keinen Moment wachsen. Es gibt so verwöhnte Kinder, so verwöhnte Putschis. Ja, die kriegen immer alles. Kriegen alles, denen wird alles nachgesehen und es gibt dann noch die ganz Schlimmen, die alles können. Die nicht nur alles können, denen alles zufällt, auch in der Schule, es läuft alles, ja, denen alles zufällt, die immer beliebt sind, bei denen immer alles toll läuft, die haben tolle Eltern, haben tolles Zuhause, alles wunderbar. Und die denken, das muss so weitergehen. Und wehe, dann passiert mal was. Dann stürzt denn ihre Welt komplett und vollkommen zusammen. Und sie kommen überhaupt nicht klar damit. Und dann werden sie wütend auf Gott, wütend auf die Welt, wütend auf alle und jeden. Ja? Weil sie nicht gelernt haben, zu vertrauen, dass auch wenn mal was Schlimmes passiert, da ist eine Mama, die mich tröstet. Auch wenn ich mir mal weh tue, da gibt es einen Arzt, der mir hilft. Ja? Auch wenn ich mal was, wenn da was kaputt geht. Ich kann damit umgehen. Es ist so wichtig, dass wir damit umgehen, dass unser Leben eben nicht so einfach ist. Und es ist wichtig, dass wir dieses Grundvertrauen aufbauen. Und ganz vielen Menschen fehlt es, wenn es in der Kindheit ganz böse gewesen ist. Ja, wenn wir kein Vertrauen haben konnten zu unseren Eltern, weil die unberechenbar waren. Ja, es ist besser, du hast jemanden, der immer böse ist,
als jemanden, bei dem es dauernd kippt, wo du nie weißt, was als nächstes passiert. Also gerade Kinder von Alkoholikern oder Kinder von psychisch Kranken, ja, die nie sicher sein konnten. Was passiert als nächstes? Ja? Wenn mein Papa jetzt nach Hause kommt, ist er jetzt normal? Oder flippt er gleich aus? Ja? Wenn ich von der Schule nach Hause komme, liegt die Mama auf dem Bett und kann sich nicht rühren und ist total besoffen? Oder ist in Depressionen? Oder ist sonst irgendwie durchgeknallt? Oder ist die jetzt gerade normal? Ja? Das ist wahnsinnig schwer für Kinder. Und denen fehlt dann dieses Grundvertrauen. Die können auch Gott erstmal nicht vertrauen. Das müssen wir dann erstmal lernen. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Genauso wie wir lernen müssen, uns selber zu vertrauen. Unseren Beinen zu vertrauen, dass die uns tragen. Nur so ein kleines Kind, das hat ja keine Ahnung, dass Beine dazu da sind. Das sieht das zwar, aber dass die Beine einen wirklich tragen können. Wir müssen lernen zu vertrauen. Und es gibt so viele Dinge, denen vertrauen wir. Wenn ich in mein Auto steige, muss ich meinem Auto vertrauen, dass das nicht irgendwie an der nächsten Ecke kaputt geht. Wenn ich in einen Bus steige, muss ich dem Busfahrer vertrauen, dass der geradeaus fährt, wenn er geradeaus fahren muss, dass der nicht einfach einen Unfall macht. Wenn ich in ein Flugzeug steige, dann muss ich dem Piloten vertrauen und vertrauen, dass dieses Ding auch technisch einwandfrei läuft. Ja. Und komischerweise kriegen wir das eigentlich so täglich hin. Ja? Aber wenn du mal so einen Unfall hattest, weil dein Auto einfach versagt hat, weil irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert hat, dann ist das was anderes mit dem Vertrauen. Kinder vertrauen Menschen als erstes Mal. Aber wenn sie dann verletzt werden, immer wieder, vertrauen sie Menschen irgendwann nicht mehr. So ist das. Das ist normal. Ja. Und man sagt oft ja, bald nach so einem Verrat oder nach so einer Verletzung, ja, man vergibt. Aber bevor man wieder Vertrauen zu dieser Person kriegt, dauert das eine Weile. Ja. Und manchmal ist es auch gesünder, kein Vertrauen mehr zu kriegen. Ist gesünder. Also es gibt gewisse Leute, denen kannst du nicht vertrauen. Das ist okay. Da musst du auch nicht vertrauen. Wir sollen ja nicht blöd sein, oder? Ja, also wenn dich jemand immer wieder schlägt und immer wieder sagt, es tut mir ja so leid, es tut mir ja so leid, ja, dann musst du da nicht bleiben. Dann musst du dem nicht mehr vertrauen. Weil irgendwann merkst du, der kann gar nicht anders. Wenn dich immer wieder jemand belügt, dann musst du irgendwann nicht mehr glauben, was der sagt. Ja? Also Vertrauen in Menschen ist nicht was, was automatisch ist. Es ist gut, da einfach auch weise zu sein und zu sagen, okay, diese Person verdient mein Vertrauen, diese Person hat mein Vertrauen verscherzt. Aber Gott ist eine andere Geschichte. Und oft denken wir, wenn Gott was zulässt, was wir nicht verstehen, wir könnten oder sollten so umgehen mit ihm, wie man mit Menschen umgeht. Nämlich sagen, oh, du hast was gemacht, was mir wehtut, ich vertraue dir nicht mehr. Und dabei vergessen wir, dass Gott einfach einen besseren Überblick hat als wir. Und dass Gottes Liebe einfach auch größer ist als alles, womit ein Mensch uns jemals geliebt hat. Und dann müssen wir uns oft an das erinnern, was Jesus getan hat am Kreuz. Weil wenn wir Gottes Liebe an dem messen, wie er momentan unsere Geschichte schreibt, was er zulässt, weil nicht alles hängt ja von unseren schlechten Entscheidungen ab. Ja? Oft leiden wir auch unter den Entscheidungen anderer. Und da denken wir, oh Gott, warum hast du diese Person nicht daran gehindert, mir jetzt weh zu tun, wenn du mich doch liebst? Ja, weil auch diese andere Person einen freien Willen hat. Und selbst um uns zu beschützen, wird Gott diese Person nicht unbedingt dazu zwingen, das Richtige zu tun. Wir gucken oft nur auf unser eigenes Empfinden und auf das, was mit uns los ist und was uns daran jetzt stört. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, die andere Person ist genauso von Gott geliebt, selbst wenn die noch nicht Gott kennt. Und die andere Person hat genauso einen freien Willen.
Und das hat Gott so festgelegt. Und das kann er nicht einfach so vergewaltigen, nur damit mir nichts passiert. Jesus wurde abgelehnt, verfolgt, schon von Baby an. Er war als Fremder in Ägypten. Er war arm. Und selbst als er Leute, Tausende von Menschen geheilt und ihnen geholfen hat, wurde er immer noch abgelehnt. Und am Ende haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und er hat nie an der Liebe Gottes gezweifelt. Der hat nie gesagt, oh Vater, wenn du mich doch lieben würdest, dann würdest du das doch machen, dass die Leute alles mich toll finden. Wie oft haben die versucht, ihn umzubringen? Und es steht nicht, Gott hat ihn davor beschützt, weil er ihn so lieb hat. Es steht, es war noch nicht seine Zeit. Das war auch nicht die Art und Weise, wie er sterben sollte. Er sollte nicht gesteinigt werden. Er sollte nicht von der Klippe gestoßen werden. Er sollte gekreuzigt werden. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, Kreuzigung. Ja? Und auch im Garten Gethsemane hat er Gott vertraut. Obwohl er überhaupt keine Lust dazu hatte, ans Kreuz zu gehen. Überhaupt keine Lust dazu hatte, dass die gesamte Sünde der ganzen Krankheiten, die gesamte Sünde der ganzen Menschheit auf ihn draufgeladen wird. Das war keine schöne Aussicht. Ja? Aber er hat Gott vertraut und hat gesagt, Vater, du weißt es besser. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann mache ich das. Und es ist so wichtig, dass wir Gott vertrauen. Im Psalm 37, 3-5 steht, du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Altes Testament, alter Bund. Also eigentlich müssten wir ja was Besseres kriegen, oder? Ja? Jesus gibt uns was Besseres. Er sagt nämlich, ich bin immer bei euch. Und nicht nur das, ich schicke euch den Tröster. Warum brauchen wir einen Tröster? Wir brauchen einen Tröster, weil wir oft Trost brauchen, oder? Wir brauchen einen Tröster, weil eben in unserem Leben nicht immer alles so glatt läuft. Wir brauchen auch einen Ratgeber, der uns sagt, wie wir aus dem Mist, den wir gebaut haben, wieder rauskommen. Ja? Und hier im Psalm 37 geht es immer wieder abwechselnd um dieses, die Schlechten, die Bösen, ja, und dass wir die auch nicht beneiden sollen, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollen, wie wütend wir auf die sind, ja. Das brauchen wir alles gar nicht, das tut uns gar nicht gut, ja. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir sagen, dein Weg, ich lasse dich meinen Weg bestimmen, dann wird er handeln. Solange wir zappeln und ihm nicht vertrauen und nur wütend auf ihn sind, weil es gerade nicht so läuft, werden wir nicht zu ihm kommen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich nicht weiß, warum das jetzt so passiert, warum du das zulässt. Gott macht nicht die bösen Dinge. Das hat er gar nicht nötig. Es gibt genug böse Dinge auf der Welt. Wir leben noch in einer gefallenen Welt. Und daran ist nicht Gott schuld, sondern der Mensch. Ja? Die meisten Probleme, die es gibt, die meisten Dinge, die es gibt, sind wirklich menschengemacht. Selbst die meisten Krankheiten kommen irgendwo, irgendwann auf jeden Fall mal vom Menschen. Spätestens im Garten Eden. Ja? Ist das Ganze entstanden? War nicht der Plan. War nicht Gottes Plan. Sprüche 3, 5-6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Also nicht nur ein bisschen, nicht nur ab und zu. Nicht nur, wenn du es verstehen kannst, was gerade passiert. Vertraue auf ihn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, das ist hier in westlichen Europa so ein bisschen schwierig, ne? Weil wir werden von klein auf darin getrimmt, unser Verstand ist das Wichtigste. Unser Verstand ist das, was uns helfen wird. Unser Verstand hat immer recht. Nö.
Unser Verstand hat eben oft nicht recht. Ja? Und wenn wir immer nur danach gehen, was ich verstehe, dann kann ich Gott nicht vertrauen. Weil ich nämlich nicht den Überblick habe, den er hat. Er ist allwissend, hallo. Er kennt die Zukunft, ich nicht. Ja? Er weiß auch, warum diese andere Person das gemacht hat, was sie gemacht hat. Ich nicht, er weiß es. Ja? Und wir müssen ihm vertrauen und nicht unserem Verstand. Was nicht bedeutet, unseren Verstand einfach nur auszuschalten. Aber wenn unser Verstand sagt, ich will rechts gehen und Gott sagt, nein, geh links, andersrum, dann muss ich Gott vertrauen und nicht meinem Verstand. Das erfordert ein bisschen Demut. Es erfordert ein bisschen Demut und noch mehr Vertrauen. Deswegen sagt Jesus, wir sollen werden wie die Kinder. Weil Kinder vertrauen nicht auf ihren Verstand. Kinder vertrauen ihrer Mama und ihrem Papa. So im Normalfall. Ich weiß noch, wie ich durch Österreich gefahren bin, mit einem verrückt gespielten Navi, mit einem fremden Auto, und es war dunkel und ich war müde. Und mein Sohn saß hinten im Auto und hat vor sich hingespielt. Und es hat ihn überhaupt nicht bekümmert, der hatte überhaupt keine Angst. Aber ich wusste, dass ich nichts mehr sehen kann. Dass ich völlig verloren bin und dass ich keine Ahnung habe, wie das jetzt Ganze weitergeht und dass dieser Navi mich über bekloppte, winzig kleine Wege geführt hat und ich habe echt nur gebetet und gedacht, ich sehe nichts. Es war ein Wahnsinnsgnade, dass nichts passiert ist. Ja? Und das saß da hinten drin, der hat es gar nicht mitgekriegt. Der hat überhaupt nicht gemerkt, dass er irgendwie in Gefahr ist. Ja, Vertrauen. Und so sollten wir Gott gegenüber sein. Wir sollten ihm vertrauen. Und oft merken wir gar nicht, wo er uns überall vorbewahrt. Das sehen wir gar nicht. Weil er uns ja davor bewahrt. Ja? Also meistens sehen wir es dann, wenn wir ungehorsam waren. Weil dann funktioniert das nämlich nicht. Wenn wir ungehorsam sind, dann merken wir, wovor Gott uns hätte bewahren wollen, wenn wir doch auf ihn gehört hätten. Auf diese leise Stimme, auf diesen leisen Eindruck, den wir so gerne wegdrücken und denken, nö, mein Verstand sagt aber, das ist doch so viel schneller. Daran geht es doch einfacher. Dann merken wir, ups, hätte ich doch mal auf diese leise Stimme gehört. Aber wenn wir der leise Stimme gehorchen, dann merken wir wahrscheinlich gar nicht, was eigentlich jetzt alles, wo wir überall dran vorbeigeleitet worden sind, was uns alles nicht passiert ist. Ja. Psalm 40,5. Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Glücklich zu preisen. Wow. Nicht nur glücklich zu nennen, glücklich zu preisen. Also das ist extrem. Ja? Das ist, wenn Leute sagen, Mensch, du hast ja vielleicht ein Glück. Dir geht's ja gut. Das ist ja total der Hammer. Ja? Wieso hast du so viel Glück? Ja? Dann kannst du sagen, ja, ich vertraue auf Gott. Der hat mir gezeigt, wo es lang geht. Der hat mir gesagt, was ich hier machen soll. Der hat mir die Idee gegeben. Ja? Wenn wir Gott in unserem ganzen Leben vertrauen, dann vertrauen wir ihm nicht nur mit den geistigen Sachen, sondern wir vertrauen ihm mit unserem Leben. Wir vertrauen ihm, wann gehen wir wo einkaufen, was machen wir? Wenn wir ein Problem haben, wie lösen wir das? Wir vertrauen Gott, dass er uns hilft und wir bitten ihn. Weil wenn wir ihm vertrauen, dass er für alles eine Lösung hat, dann werden wir ihn auch darum bitten, uns eine Lösung zu zeigen. Dann werden wir auch sagen, oh Gott, ich hab da so eine Aufgabe. Ich soll das und das machen für meinen Chef. Gib mir doch mal eine gute Idee, weil ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ne? Ja, es gibt Leute, die kriegen mitten in der Nacht irgendwelche Formeln. Oder du kriegst einen Traum und plötzlich, du wachst auf und plötzlich weißt du, wie dieses Problem zu lösen ist. Oder Gott führt dich auf die Spur von einem Buch, was dir genau sagt, wie du das Problem lösen kannst. Oder er führt dich über den Weg von einem Menschen, der dir sagen kann, wie das geht. Ja, also
wir dürfen Gott mit unserem normalen Alltagsleben vertrauen. Und wir sollten ihm mit unserem normalen Alltagsleben vertrauen. Weil er hat nicht gesagt, ich bin immer bei euch, wenn ihr am Sonntag in die Kirche geht. Er hat gesagt, ich bin immer bei euch. Ja? Und er ist an allem interessiert, was wir machen. Egal worum es geht, um Beziehungen. Ja? Er kann uns mit unseren Beziehungen helfen. Das ist ja oft ein ganz riesengroßes Problem für Menschen. Ja, du kannst alles ertragen, nur keine kaputten Beziehungen. Und wenn du auf der Arbeit irgendwie mit deinen Kollegen ewig Stress hast oder in der Familie dauernd Stress hast mit irgendwelchen Familienmitgliedern, das macht dich echt fertig. Ja, das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist schlimmer, als nicht die richtigen Klamotten zu haben. Ja? Das ist schlimmer, als wenn du irgendwelche Schmerzen im Körper hast, weil es im Herz wehtut. Und da kannst du auf Gott vertrauen, dass er dir zeigen wird, wie es gehen kann, was du tun kannst. Glücklich zu preisen, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Es gibt immer so tolle Ratgeber um uns herum, ne? Die sagen, ach du mit deinem Gott. Meinst du wirklich, das lohnt sich, dem zu gehorchen? Meinst du wirklich, das lohnt sich jetzt nicht, das und das mal mitzunehmen, was dir das Leben doch bietet? Meinst du wirklich, das lohnt sich? Und dann kannst du sagen, nein. Ich denke, das ist gerade für junge Leute sehr wichtig, weil die Peer-Group-Pressure ist einfach wirklich hoch. Die Clique macht dies, die Clique macht das. Deine Freunde machen alle dieses und jenes. Und die werden dich dafür auslachen, dass du sagst, nein, ich möchte mit meiner Freundin nicht ins Bett gehen, bevor wir nicht verheiratet sind. Die werden das doof finden. Die werden dich dafür verspotten. Die werden dir sagen, dass du doch ein Loser bist. Deine Arbeitskollegen werden es doof finden, wenn du deine Stundenzettel nicht fälschst. Wenn du nicht sagst, na ja, da war ich zwar nicht da, aber ist ja egal, ne? Sie werden es doof finden, wenn du dich nicht wirklich einsetzt. Wenn du dich wirklich einsetzt und nicht, na ja, gerade mal so genug arbeitest. Weil, wie nennt man das? Akkordbrecher? Ja, wenn du mehr schaffst als alle anderen, fällt auf, wie wenig die schaffen. Ja? Also es gibt immer Leute, die sagen, das, was du machst, ist blöd. Mach doch lieber das, was die Welt macht. Warum vertraust du diesem Gott? Guck mal, wo er dich hingeführt hat. Es geht dir doch gerade gar nicht so gut. Warum vertraust du dem noch? Ja? Hiobs Frau. Hiobs Freunde. Ja? Petrus. Ach Jesus, nein, du darfst nicht ans Kreuz gehen. Nein, 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 nein. Das darf dir nicht passieren. Ja, selbst die. Ja. Es gibt immer Leute, die denken, sie wissen es besser als Gott. Psalm 112, ich liebe diesen Psalm. Da geht es um den Mann, um den Menschen, der von Gott gesegnet ist. Und da steht im Vers 7 bis 8, vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Von einem schlimmen Gerücht, also vor schlimmen Nachrichten. Du kannst die Nachrichten anschalten, kommen immer nur schlimme Nachrichten, oder? Du kannst die Zeitung lesen, es stehen immer nur schlimme Nachrichten drin. Und dann hast du die Wahl. Lässt du dir davon Angst machen? Oder vertraust du Gott? Egal, was dieser Covid-19 noch macht, vertraust du Gott, dass er das Beste draus macht? Oder hast du Angst und fängst an, dich eigentlich damit körperlich komplett kaputt zu machen? Ich meine, Gott hat einen Grund, warum er uns sagt, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Furcht ist nicht dein Freund. Furcht ist dein Feind. Furcht lähmt. Furcht setzt das Immunsystem herab. Furcht macht eigentlich alles im Gegenteil, was Lachen macht. Ja, während Lachen und Freude und Frieden hilft dem Immunsystem, hilft dem Körper, hilft deinen Beziehungen, hilft dir,
richtig zu funktionieren. Furcht macht genau das Gegenteil. Der Teufel arbeitet mit Furcht. Und wenn du die Nachrichten anschaust und dich davor fürchtest, dann hat er dich im Griff. Dann kann er dich krank machen. Dann kann er deine Beziehung kaputt machen. Dann kann er deine Arbeitsstelle dir stehlen. Weil alles, wovor du Angst hast, machst du ihm die Tür auf und sagst, komm, darfst du haben, darfst du machen. Ja? Weil Angst ist das Gegenteil von Vertrauen auf Gott. Ja, 1. Johannesbrief 4, 18 bis 19. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wenn du dich fürchtest vor irgendwas, dann drückt das Gefühl nicht einfach weg, sondern bete darüber. Sag Gott, hey, ich habe da Angst. Hey, ich fürchte mich da vor etwas. Hey, mir ist da zu Ohren gekommen. Wie kann ich damit umgehen? Weil Angst ist ja als erstes mal eine natürliche Reaktion auf irgendeine Information. Ja. Ich meine, man kann sich davor schützen, indem man möglichst wenig von diesen Informationen an sich ranlässt. Ja, also es gibt Dinge, die brauche ich nicht gucken. Ich brauche nicht jeden Tag 5-mal Nachrichten gucken. Ich brauche auch nicht jeden Tag 10-mal zu gucken, wie jetzt der Covid-Inzidenz ist. Das tut mir nicht gut. Ja. Trotzdem gibt es Dinge, die einfach da sind, wo man sagen kann, okay, ich hab da jetzt Schiss. Und dann gehe ich zu Papa und sage, Papa, ich habe da Angst. Kannst du mich mal beruhigen? Ich brauche jetzt mal deine Liebe. Ich brauche eine Liebesdusche. Und vielleicht kann er dir auch was dazu sagen. Vielleicht kann er dir sagen, ja, aber ich habe es unter Kontrolle. Ich habe es im Griff. Vielleicht kann er dich einfach trösten. Weil manche Dinge, vor denen wir Angst haben, die passieren tatsächlich. Ja, es gibt Dinge, die passieren. Und wir haben sie kommen sehen und wir können sie nicht verhindern. Das passiert manchmal. Und Gott verhindert sie auch nicht. Und wir denken, warum hast du das nicht verhindert? Und da brauchen wir wieder dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in ihn. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Das ist 1. Johannes 4, 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht, für unser Vertrauen, liegt in Gottes Liebe zu uns. Deswegen schreibt er im Epheserbrief, dass es so wichtig ist, dass wir in Gottes Liebe verwurzelt und gegründet sind. Denn dann schmeißt uns das nicht um, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das haben wollen. Dann schmeißt uns das nicht aus der Bahn. Ja, es macht uns traurig. Ja, wir können wirklich trauern. Ja, es ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, wir können wirklich durch eine Krise durchgehen. Aber wir gehen da nicht alleine durch. Wir gehen durch keine Krise alleine durch. Es sei denn, wir sagen, Gott, du bist schuld. Jetzt vertraue ich dir nicht mehr. Und wenn ich jemandem nicht vertraue, dann gehe ich aus seiner Gegenwart weg. Und wenn ich aus Gottes Gegenwart weggehe, weil ich sauer auf ihn bin, weil ich ihm eben nicht vertraue, dass er das irgendwie wieder hinkriegt, dann ist so, wie wenn diese Romanfiguren aus dem Roman hüpfen würden. Dann kann der Autor das nicht mehr in Ordnung bringen. Das geht nicht mehr, weil die sind ja nicht mehr da. Und Gott ist mit uns. Und so oft passiert es, dass wir einfach aus dieser Beziehung rausrennen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wenn wir nicht verstehen, warum hat Gott jetzt dieses oder jenes zugelassen? Warum ist das jetzt passiert? Warum hat er erlaubt, dass ich diese falsche Entscheidung treffe? Ja, wahrscheinlich hat er schon zu dir gesprochen, aber du hast nicht gehört. Ja, aber er hätte einen Esel schicken können, der zu dir spricht, wie es bei Biljam war. Wenn dein Auto angefangen hätte, zu dir zu reden und zu sagen, fahr nicht diesen Weg, dann hättest du wahrscheinlich gehört. Ja, aber meistens spricht er nicht so. Wir sind frei. Wir müssen diese Freiheit nicht irgendwann gegen ihn wenden und sagen, du hast mich nicht
daran gehindert. Das ist gemein. Es ist so, wie wenn du deinem Kind sagst, mach, was du willst, entscheide selber. Und dann entscheidet es und hinterher sagt es, du hast mich ja entscheiden lassen. Ja, und du hast entschieden. Ich bin da nicht mehr verantwortlich. Gott ist nicht dafür verantwortlich, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Das tun wir. Gott ist auch nicht verantwortlich, wenn andere Menschen um uns herum falsche Entscheidungen treffen. Das sind diese Menschen. Unser Auftrag ist, Gott zu vertrauen, zu sagen, okay, ich habe mich hier falsch entschieden, vergib mir. Ich habe nicht auf dich gehört, vergib mir. Ja, diese andere Person hat einfach was gemacht, was mir wehtut. Ich entscheide mich zu vergeben. Das macht es nicht besser, aber ich bin frei. Ich entscheide mich zu vergeben und dann kann Gott handeln. In Jesaja sagt Gott, Jesaja 30, 15, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ja? Wie oft wollen wir das nicht? Wir wollen nicht stille sein, wir wollen rumzappeln, wir wollen uns beschweren, wir wollen toben. Uns auf den Boden wälzen und mit den Füßen stampfen, ja? So wie kleine Kinder das machen, so bildlich gesehen. Ja? Wir wollen uns beschweren, wir wollen allen sagen, wie arm wir doch sind, wie schlecht doch alles ist. Wir wollen doch Jahre später allen erzählen, wie böse diese Person zu uns war. Damit wir uns besser fühlen im ersten Moment, ja. Aber im nächsten Moment nicht. Ja? Bitterkeit ist kein angenehmes Gefühl. Trotzdem halten so viele Menschen an der Bitterkeit fest. Ja, weil es ist Arbeit, an seine Gedanken unter Kontrolle zu kriegen. Es ist leichter, sein Fleisch laufen zu lassen und seine Gedanken laufen zu lassen und dann machen sie dies und das und jenes. Und dann, ich kann ja nichts dafür, dass ich so denke. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so fühle. Lüge. Du kannst sehr wohl was dafür. Du bist nicht total besessen. Vielleicht kannst du dann nichts mehr dafür. Du bist nicht komplett psychisch krank. Und auch das hat meistens darin angefangen, dass Menschen eben nicht aufgepasst haben, was sie denken. Durch Umkehr und Ruhe. Umkehr heißt, ich mache eben nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe, was mich zu diesem Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin und wo es mir gar nicht gefällt. Ja. Ich rede nicht mehr so mit meinem Chef. Ich rede nicht mehr so mit meinen Geschwistern. Ich rede nicht mehr so mit meinen Arbeitskollegen. Und so weiter und so weiter. Ich kehre um und handle wieder so, wie es Gott gefällt. Ja? Und Ruhe. Manchmal muss man auch mal warten können und Dinge aushalten, bevor die Lösung kommt. Oh nein, es muss jetzt doch passieren. Jetzt gleich, hilf mir her! Ja? Sofort! Denk an David. Denk an Josef. Hat eine ziemliche Weile gedauert. Ja? Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Es ist Stärke darin, still zu sein. Es ist Stärke darin zu sagen, ja, ich warte jetzt mal ab, was der Herr hier eigentlich geplant hat, was jetzt hier als nächstes kommt. Ich versuche jetzt nicht aus meiner eigenen Kraft mit allen Mitteln, egal ob sie von Gott sind oder nicht, das Problem jetzt irgendwie über das Knie zu brechen und zu lösen. Ich laufe jetzt nicht raus aus dieser Ehe. Ich verlasse jetzt nicht einfach meine Gemeinde. Ich kündige nicht sofort mein Arbeitsverhältnis, weil es gerade blöd ist. Hey, ich lasse mich nicht sofort operieren. Ja, auch da kann man manchmal warten. Ja. Und Vertrauen, einfach zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich verstehe es nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Wenn es was zu verstehen gibt, zeig es mir. Wenn es was gibt, was ich tun soll, zeig es mir. Wenn es jemanden gibt, dem ich vergeben muss, zeig ihn mir. Wenn es an meinem Verhalten was gibt, was ich ändern muss, zeig es mir. Und wenn da keine Anweisungen kommen, kann man auch einfach mal sagen, okay, ich warte jetzt einfach mal ab.
Und ich sage euch, es gibt so viele Probleme, die sich einfach von selber lösen, wenn man einfach mal abwartet. Das habe ich so oft erlebt. Oh, Problem, 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 Problem. Ich muss das lösen, ich muss das machen, ich muss da was tun. Egal, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Irgendwann, weißt du was, Herr, mach du. Mir fällt nichts mehr ein. Na, endlich, sagt er dann. Na, endlich fällt dir nichts mehr ein. Na, endlich bist du am Ende deiner Weisheit. Dann kann ich doch jetzt mal demnächst was machen. Ja, oft machen und tun und tun und tun wir. Und lassen ihn nichts machen. Weil solange wir machen, macht er nicht. Solange wir auf unseren eigenen Verstand und auf unsere eigene Lösung bauen und nicht vertrauen, reimt sich, wird er das nicht tun. Ja? Und genau wie Israel damals es nicht gewollt hat, weil sie wollten ihre eigenen Wege gehen, sie wollten das tun, was ihnen am besten gefällt, wollen wir das auch manchmal nicht. Aber wenn wir es dann tun, so oft erlebt, wenn ich dann einfach sage, weißt du was, Herr, ich habe keine Ahnung, mach du mal. Plötzlich war das Problem gelöst. Ich habe nie rausgefunden, wie. Es war einfach nur gelöst. Ja? Und ich gewöhne mir mehr und mehr an, früher an diesem Punkt anzukommen. Ja? Nicht so lange zu zappeln, nicht so lange zu versuchen, sondern zu sagen, weißt du was, Herr, ich mache das jetzt einfach anders. Statt versuchen, das Problem zu lösen, und dadurch gucke ich ja auch dauernd auf das Problem, oder? Bringt mich das gut drauf? Nö. Bringt mir das Freude? Nö. Löst es das Problem? Meistens nicht. Ja? Sage ich, Herr, ich weiß zwar nicht wie, aber du wirst das schon irgendwie machen. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich bin sicher, irgendwann wird das passieren. Ja? Keine Ahnung, wie lange meine Schulter noch wehtut. Alles Mögliche probiert, hat nicht funktioniert. Weißt du was, Herr, irgendwann wirst du mich heilen. Und bis dahin danke ich dir, dass du bei mir bist. Und dass ich weiß, irgendwann wird es gut werden. Ja. Hebräer 10, 35, 36. So werft nun eure Zuversicht oder euer Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung hat. Also scheinbar geht es nicht nur uns so, dass wir gerne unsere Zuversicht wegwerfen. Unser Vertrauen einfach aufgeben. Ja? Sagen, ach, habe ich schon so lange probiert. Funktioniert nicht. Wisst ihr, Gott hat ein anderes Zeitgefühl wie wir. Ja? So wie eine Schildkröte, die 300 Jahre lebt, ein anderes Zeitgefühl hat wie ein Frosch, der ein Jahr lebt. Deswegen sind die auch so schön langsam. Die haben Zeit. Ja? Frösche mit tschum, 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 die springen durch die Gegend. Ja? Die haben keine Zeit. Die leben einen Sommer, danach ist fertig. Ja? Schildkröten haben ganz viel Zeit. Ja? Die haben keine Hektik. Und Gott hat auch keine Hektik. Gott hat Zeit. Ja? Er hat sich, ich weiß nicht wie viel, 1000 Jahre Zeit gelassen, bis er Jesus geschickt hat. Obwohl es ihm bestimmt oft genug in den Fingern gejuckt hat, das endlich zu machen. Sich Zeit gelassen, bis der richtige Punkt in der Weltgeschichte da war. Und für ihn ist ein Tag 1000 Jahre und umgekehrt. Wenn Gott sagt bald, heißt es oft nicht am nächsten Tag. Ja? Also müssen wir Geduld haben, denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Wieder Hebräer 10, ne? 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Oh ja, wir lieben dieses Wort Ausharren, ja? Standhaftigkeit, ja. Geduld. Herr, gib mir Geduld und bitte sofort. Geduld passiert, indem wir trainieren. Geduld ist keine Gabe des Heiligen Geistes, die er dir einfach nur gibt und fertig. Sondern es wird trainiert in unserem Leben. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Nachdem wir den Willen Gottes tun, kriegen wir die Verheißung. Nicht, nachdem wir gelebt haben, wie es uns passt. Und gemacht haben, was uns gefällt und was unserem Fleisch gefolgt sind. Unseren Begierden gefolgt sind, unserer Umwelt gefolgt sind. Dem, was die Menschen toll finden und was die Welt uns sagt.
Nein. Nachdem wir den Willen Gottes getan haben, und wenn wir dann standhaft sind und lange warten, manchmal lang, manchmal kurz, werden wir die Verheißung erlangen. Sagt ganz klar, werft die Zuversicht nicht weg, weil ihr braucht einen langen Atem. Das christliche Leben ist kein Sprint. Nope. Das Leben überhaupt ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Und was muss man beim Marathon machen? Das Tempo halten. Nicht zu schnell werden, sondern gleichmäßig und immer mit dem Ziel im Kopf. Ja? Weil wenn du aufhörst, auf das Ziel zu schauen, dann hörst du auf zu laufen. Ein Marathonläufer, der nicht an das Ziel denkt, der wird seiner Erschöpfung einfach Raum geben. Wir müssen weiterhin auf Jesus schauen. Da ist das unser Ziel. Und jetzt noch die wunderbarste Verheißung von allen, die so oft so verdreht wird. Römer 8, 28 bis 29. Das ist echt beruhigend. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wow. Also egal, was der Feind für Geschütze auffährt, um dir zu schaden. Egal, was das Leben, das wirklich oft nicht nett ist, ja, oder deine Umgebung, deine Mitmenschen gegen dich anzetteln. Gott findet das nicht toll, dass dir das passiert. Gott freut sich nicht darüber, wenn du leidest. Aber er weiß, wie er das drehen kann. Genauso wie diese Leute von diesen Romanen das immer wissen, ja? Du denkst so, oh nee, das ist jetzt ja völlig hinüber. Ja, da geht ja gar nichts mehr. Wie kann das noch gut werden? Und plötzlich passiert was, schreibt diese Person irgendwas und, ah, ja, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Und das Blatt wendet sich. Und plötzlich sieht das wieder besser aus. Plötzlich gibt es da einen Ausweg. Er hat woanders, Korinther ist das, glaube ich, geschrieben, wenn mit jedem Problem schafft er auch einen Ausgang. Das heißt nicht, er schafft das Problem, aber er schafft den Ausgang für das Problem, für die Versuchung. Ja? Und Gott ist mächtig genug, das zu tun. Aber was wir ganz oft übersehen bei dieser wunderbaren Verheißung, ist das, was in Vers 29 steht. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern oder Brüdern. Es wird nicht alles so zum Besten dienen, dass mein Leben gemütlich und bequem ist. Es wird so zum Besten dienen, dass ich verwandelt werde und mehr wie Jesus werde. Und Jesus war gut drauf, oder? Also der war nicht depressiv oder was? Der war nicht irgendwie mies gelaunt? Der war nicht voller Bitterkeit, weil sie ihn abgelehnt haben? Nö. Der war trotzdem gut drauf. Weil er dem Papa vertraut hat, dass das wohl irgendwie schon zum Plan gehört. Und siehe da, es gehörte zum Plan. Wenn die nicht so fies gewesen wären, so gemein, so blöd, dann wären wir jetzt nicht gerettet worden. Dann hätten wir kein ewiges Leben. Und Jesus hat vertraut. Und weil er vertraut hat und immer in Verbindung mit Gott geblieben ist, mit dem Vater, konnte er tun und sein, wie er war. Er hat eine magnetische Anziehungskraft für Leute gehabt, die irgendwelche Probleme haben. Ist dir schon mal passiert, dass du gedacht hast, Mann, immer diese Leute mit dem Problem, immer kommen die zu mir? Dass du dich sogar darüber geärgert hast? Ja, bei Jesus war es noch schlimmer. Der musste sich irgendwo in der Wildnis verstecken, weil die Leute alle zu ihm kamen, die Probleme hatten. Alle, die irgendwie geheilt werden wollten, die irgendwie besessen waren, die kamen alle zu ihm. Sodass er oft noch nicht mehr Zeit hatte zum Essen. Und seine Eltern haben gesagt, seine Familie hat gesagt, der spinnt. Der muss doch mal was essen. Ja? Aber es war okay. Es hat gezeigt, dass er was hat, was andere brauchen.
Und wenn dich Leute suchen, die Probleme haben, dann zeigt es, dass die gesehen haben, dass du ein Problemlöser bist. Und dann kannst du auch für andere Leute bitten, Herr, du hast verliebt bestimmt für diese Person eine Lösung für das Problem, sonst hättest du diese Person nicht zu mir geschickt. Zeig mir die Lösung für dieses Problem. Statt zu sagen, oh, ist ja wieder jemand mit Problemen. Mann, will ich nicht haben. Ja? Warum immer ich? Ja, weil du hast die Telefonnummer von dem Herrn da oben. Ja? Du hast Vitamin B, Beziehungen. Du hast Beziehungen zu jemandem, der für jedes Problem eine Lösung hat. Warum sollten die Leute nicht zu dir kommen? Die wären doch blöd. Ja, aber wir sehen oft nur die Arbeit, die das macht. Inconvenient. Es ist nicht so gemütlich und nicht so bequem, wenn wir für andere Leute Probleme lösen. Es macht nicht so Spaß, oder? Aber es ist unser Job. Ja? Es ist unser Job, als Christen zu leuchten und Salz zu sein und eben die Probleme der Leute zu lösen oder ihnen zu zeigen, wie sie ihre Probleme mit Gottes Hilfe lösen können. Das ist doch in Ordnung, oder? Auch da können wir Gott vertrauen. Wenn Gott diese Person zu mir geschickt hat, dann, weil Gott weiß, ich habe die Kraft, das zu tun, ich habe die Ressourcen, das zu tun, ich kann ihn bitten, mir zu helfen. Ich kann dieser Person helfen. Amen. Und wenn ich ihr nur den Weg zeige zu jemandem anderen, der ihr noch besser helfen kann als mir. Ja? Es gibt immer Möglichkeiten. Aber dann muss ich auch Gott vertrauen und sagen, okay, Herr, ich vertraue dir, dass das jetzt in Ordnung ist. Dass ich jetzt nicht ausgenutzt oder völlig fertig gemacht werde von diesen bösen Menschen, die alle was von mir wollen. Nö. Gott gibt dir die Kraft. Du bist ein Licht. Und ja, Mücken fliegen halt zum Licht. Ja. Menschen kommen dahin, wo sie sehen, da hat jemand einen Plan. Ja. Auch wenn sie im ersten Moment gar nicht verstehen, dass dein Plan ist, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, du hast bestimmt einen Plan, oder? Ja. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Paulus sagt ja, ich leide. Ich leide, aber das ist okay, weil wenn ich leide, dann kann ich mehr verstehen, wie Jesus war. Paulus hat nie darüber rumgejammert, dass er leidet. Er hat nie darüber rumgejammert, dass die Leute ihn alle angreifen. Er hat das mal so nebenbei erwähnt, ja? Damit das mal so deutlich wird, dass es ja so ganz normal ist, ne? Aber er hat nie aufgehört mit dem, was er gemacht hat. Er hat nie den Mut verloren. 2. Timotheus 1,12. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Also das, was er predigt, ne? Mhm. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Christus wiederkommt. Paulus sagt, ja, ich werde verfolgt. Ja, mir geht's oft echt mies. Aber das heißt nicht, dass ich aufgeben muss. Weil ich kenne den, den ich vertraue. Wenn wir Gott kennen und wissen, er ist gut, er liebt mich, dann können wir ihm vertrauen. Aber dazu müssen wir Gott kennenlernen. Wenn du Gott nicht vertrauen kannst, hast du ein Problem und das Problem heißt, du kennst ihn nicht. Und du wirst ihn auch nicht kennenlernen, wenn du nur sagst, Gott macht das nicht so, wie ich das haben will. Du wirst ihn kennenlernen, indem du durch die Dinge mit ihm zusammen durchgehst. Denn dann wirst du merken, Gott hat eine Lösung. Indem du ihn erlaubst, dich zu trösten. Indem du ihm erlaubst, dich durch die Täler der Totenschatten durchzubringen. Ja. David wusste, wovon er schrieb. Ja. Aber er sagt, das tröstet mich, dass du da bist. Und ein Tisch im Angesicht meiner Feinde, wow, ist das cool. Die müssen zugucken, wie Gott mir einen Tisch deckt. Wow. Vertrau auf Gott. Nicht auf deine eigenen Gedanken. Und schon gar nicht, bitte auf deine Gefühle. Weil Gefühle sind Lügner. Ja? Gefühle sind totale Lügner. Und die können sich jeden Moment ändern. Ja?
mit deinen Hormonen, mit dem, was du gegessen hast, mit allem Möglichen, ja. Oh Herr. Ja, Gott schreibt unser Buch. Und er verliert es nicht aus der Kontrolle. Auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen, auch wenn wir falsche Wege gehen, wenn wir umkehren und sagen, oh Herr, hier bin ich. Guck mal den Schlamassel, in den ich mich reingeritten habe. Bitte Hilfe. Ich vertraue dir, dass du selbst aus diesem großen Schlamassel noch was machen kannst, was mich Jesus ähnlicher macht. Was ist das Ziel? Jesus ähnlicher werden. Oh Herr, hilf uns dir zu vertrauen. Legt mal eure Hand aufs Herz. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Weil wir schaffen das nur mit der Hilfe Gottes. Amen. Aber wir müssen auch unseren Teil tun. Vater Gott, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du gut bist. Und dass deine Liebe jede Furcht austreibt. Wir wollen dir vertrauen. Von ganzem Herzen. Wir wollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Und schon gar nicht auf unsere Gefühle oder auf das, was die Welt uns sagt. Wir wollen keine Furcht haben, sondern im Vertrauen auf dich, auf dich harren, dir vertrauen und vorwärts gehen. Wir brauchen dazu deine Hilfe, Heiliger Geist. Wenn wir wieder rumzappeln, erinnere uns, wie gut du bist und dass du es unter Kontrolle hast und dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, wenn wir dich lieben und dir gehorsam sind. In Jesu Namen. Amen. Eure Hausaufgabe? Achtet in der nächsten Woche darauf, in welchen Situationen muss ich lernen, Gott noch mehr zu vertrauen. Es ist bei jedem anders. Bei dem einen ist es die Gesundheit, bei dem anderen sind es Beziehungen, bei dem nächsten sind es die Finanzen, bei dem übernächsten ist es die Arbeit oder die Familie. Schaut mal bei euch, wo sind diese Ängste da? Wo ist dieses Angespanntsein da? Wo muss ich lernen, Gott noch mehr zu vertrauen? Das ist die Hausaufgabe bis nächste Woche. Alles Liebe, bleibt gesund und Gott segne euch. Tschüss.